So, das ist die 28. Ausgabe von Lean Weekly und die siebte, Götz, von Wie war deine Woche? Und du hast heute einen Artikel veröffentlicht, der lautet: Der KVP besser nicht als Heimatfilm. Genau. Ja, Erzähl was darüber. das geht schon auf den, ich weiß gar nicht, Es geht, von es der ist ein Urartikel. Buch, es geht um ein Buch, das du irgendwie gelesen hast. Ja. Scheinbar. Ja, der Urartikel ist schon 5 Jahre alt. Und deshalb, wo ich jetzt über den gestolpert bin und dann dachte ich, hey, das wäre aber doch ganz nett, habe ich überlegt, verdammt, was für ein Buch war das? Steht da nicht. Über Lösungsvertrieb. Ja, ich habe so eine vage Idee, wessen Buch das ist, weil da fällt mir im Prinzip nur eine Person ein. Ja, und in dem Buch kommt halt dieser Begriff Heimatfilm vor, wie in der Verbindung so, wie wir das, glaube ich, ja in ganz vielen Situationen und jetzt auch hier in dieser vertrieblichen Situation, dass man sich halt ein Stück weit Dinge schönredet. Und das ist so mein persönliches Bild des Heimatfilms. So, Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann aber vielleicht doch irgendwie so der böse Jäger oder sonst irgendeiner auftritt. Aber die Metapher habe ich überhaupt nicht hinkriegt. Ich habe den Artikel allerdings auch nur überflogen. Meinst du, also da steht dann, dadurch entsteht eine Art heile Welt, wie sie im Heimatbild der 50er und 60er Jahre präsentiert worden ist. Und zwar, dass sich irgendwie Menschen sich in ihrem beruflichen Umfeld, ja, also ich habe es, wie gesagt, nur überflogen. Also, wie ist die Metapher? Erklär mal, zu Heimatfilm gekommen. Also, in einem Heimatfilm, jetzt wo du das sagst, ist so Friede, Freude, Eierkuchen, Roy Black, und so weiter und so fort. Was gibt es denn da noch für Filme? Also, die Jäger aus dem Silberwald oder so, keine Ahnung Ja, was. irgend sowas, ne? So, und da war alles schön und so weiter und so fort. Erinnere ich mich noch als Kind, musste ich immer mit meinen Eltern gucken. Es war eine Qual. Ja. ja. Ja, ich glaube halt einfach, Menschen richten sich, und das sind wir selber ja wahrscheinlich auch nicht ausgenommen, richten sich halt ihr persönliches Umfeld so ein, beziehungsweise ihr persönliches Umfeld entwickelt sich dann halt einfach oft. Das ist jetzt kein bewusstes, ich kaufe mir den Schrank und stelle den dahin oder so irgendwas, sondern das ist halt so ein, ja, so heimatfilmmäßig. Es ist einfach da, dann irgendwann. Und dann bin ich da drin, und wenn dann irgendeiner kommt und diese Idylle stört, Na dann ist ja. das eine Sache, das willst du typischerweise nicht haben. Ja, gut, das wissen wir doch aber, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und dass Veränderungen irgendwie toll sind, aber die andere mal anfangen sollen. Genau. Aber sich das bewusst zu machen, glaube ich, musst du auch selber ständig immer wieder Energie reinstecken. Allein, dass du das wahrnimmst, weil, und da entsinne ich mich an eine, das ist jetzt schon ewig her, das war noch in meinem früheren Leben, vielleicht sogar fast im letzten Jahrtausend, da habe ich mal in irgendeiner Führungskräfte-Weiterentwicklungs-Fortbildungsmaßnahme wurde so diese klassische Veränderungskurve gezeigt. Meine, die kennen wir alle, aber was für mich da im Kopf hängen geblieben ist, dass natürlich auch eine Führungskraft so eine Veränderungskurve durchläuft. Aber Ja. in der Regel ein Stück vor den Mitarbeitern zum Beispiel. Und dann bin Ist ich das schon so? wieder im aufsteigenden Ast als Führungskraft, während die Mitarbeiter gerade im absteigenden Ast oder im Tal sind. Und der Hinweis von dem Trainer damals war: Macht euch das bewusst, dass ihr das nicht versteht, warum die jetzt nicht mitmachen. Ihr findet es schon wieder cool, was da gerade passiert. Und die sind aber gerade noch im Tal der Tränen. Und das ist mir also sehr, sehr plastisch im Kopf geblieben. Im Sinne von damals zumindest, ah ja, okay, hatte ich diesen Gedanken vorher gar nicht. Und habe mich da dann aber eben auch wieder gesehen, weil was passiert denn ganz typisch? Da wird halt irgendwas Führungskräften vorher verkündet, und dann dauert es manchmal Wochen bis Monate, bis das der Rest der Belegschaft erfährt. Du bist dann durch diese Kurve schon wieder durch. Du hast dich im Extremfall vielleicht auch bloß damit abgefunden. Okay, das ist jetzt halt so.
Und die anderen hängen jetzt da unten rum. Und du verstehst es nicht. Was ist jetzt das Problem? Weißt, allein durch diesen zeitlichen Versatz. Ja, also ich weiß gar nicht, ob man Veränderungen sozusagen irgendwie unterscheiden muss zwischen Führungskräfte und Nicht-Führungskräfte oder Management oder Nicht-Management oder sonst irgendetwas. Veränderung ist halt nun mal Genau. irgendwie schwierig, ne? Also so. Und ich glaube, dass das erstmal mal nicht von der Stellung vom Unternehmen abhängt. Ja, also ich glaube, das ist ja eines unserer Kernthemen, wenn man von Lean spreche, dass das mit brutal viel Veränderung einhergeht. Ne? Und eigentlich wäre es ja ganz einfach, ne? Also wenn man das wirklich so sehen würde, dass man von kurzzyklischen PDCAs spricht, ne? Also viele kleine Schritte, ne? Um hier KVP aufzugreifen oder so, dann ist die Veränderung natürlich nicht so groß. Ne? Und das bedeutet umgekehrt, dass es vielleicht dann einfacher fällt. Ne? Vielleicht. Aber das ist ja eher prozessual bezogen. Ne? Ich als Mensch in diesem System drin werde mich jetzt zwangsläufig auch verändern müssen oder so. Und Ja. das ist eigentlich schon scheiße, ne? Wenn ich jetzt sage, ich werde mich verändern müssen. Ja, das ist ja alle schon, also das alle ist ja schon irgendwie nicht gut. So, ja. Ja. Also ich habe ein interessantes Gespräch gehabt mit, sagen wir mal, Geschäftsführer, also relativ weit oben. Und das ist in einem bestimmten Kontext gewesen. Und da tauchte unter anderem auf die Frage, ob man, ob also dieses Unternehmen sowas braucht wie das Toyota House. Und das ist deswegen interessant gewesen, weil ich, also ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, ne? Also ging es um die Frage, also brauchen wir als Unternehmer jetzt, ne? Wir als Unternehmer brauchen irgendwie ein Bild, wo man hin wollte, alles gut und so weiter und so fort. Und dann ging es auch um die Frage der Inhalte und zwangsläufig um die Visualisierung und so weiter und so fort. So. Und dann lag halt relativ schnell das Töderhaus, sagen wir, sprachlich auf dem Tisch. Und dann kam die Aussage, sowas brauchen wir auch. So. Und dann war ich geneigt dazu zu sagen, warum? Also nicht, dass ich dagegen bin, aber warum muss ich jetzt etwas neu erfinden? Also ist das wirklich so, dass ich das auf mich anpassen muss? Also wie ist denn da deine Meinung? Also könnte ich nicht einfach das bestehende Haus nehmen? Also muss ich ein für mich in Anführungsstriche passendes Haus machen? Also Ja, sag mal, ich bin jetzt mit der Frage von dir, brauche ich das so oder kann ich das nicht im Grunde erstmal übernehmen? Da bin ich jetzt hin und her gerissen. Einerseits sagen wir ja immer, man soll nicht irgendwas aus der Schublade ziehen und das so methodenwerkzeugmäßig einfach drüber stülpen, dran nageln und eben nicht
vernachlässigen, dass dieses Haus ja nicht so entstanden ist, oder dass im Grunde das Haus so in dieser Abbildung ist wahrscheinlich schon so entstanden, aber da ja Jahrzehnte der Entwicklung dahinter stehen. Und ich glaube, was sich viele halt nicht klar machen, bis hin zu vielleicht sogar bewusst weglassen wollen, ah, verdammt, diese Jahrzehnte will ich aber jetzt nicht investieren. Und das ist, glaube ich, so ein Gedanke, der da unbewusst mitschwingt. Weil im Grunde gilt das ja für andere Dinge auch, egal ob du da jetzt Toyota, also das Modell, ich bezeichne das ja immer als Modell, als ein sehr gutes Modell, der Toyota Kata nimmst, wo es sich ja dann wieder bei der Coaching Kata auf die 5 Fragen reduziert. Ich glaube, wir Menschen streben natürlich nach solchen einfachen Rezepten, weil wir dieses, ja, wir haben es gerade von Veränderung gehabt, dieses Tal der Tränen, durch das natürlich Toyota auch durchging in den 50ern. Die sind ja im Grunde bankrott gewesen damals. Das will man sich ja ersparen. Also ich bin da echt hin und her gerissen und ich maß mir definitiv auch nicht an, zu sagen, genau so muss ich es machen. Aber deine Frage finde ich sehr richtig, das zu hinterfragen. Weil ich glaube, wir können da auch nicht die Antwort geben, sondern das muss sich jeder selber die Antwort geben. Und die wird bei jedem anders aussehen, das Warum. Das Wie und das Was kann durchaus dann vergleichbar sein. Es wäre ja wieder anders, andererseits wieder völliger Blödsinn, das Rad von null auf neu zu erfinden. Also, ausgelöst durch diese Frage, habe ich mich dann selber noch einmal irgendwie versucht, damit auseinanderzusetzen. Und dann ist mir was aufgefallen, was mir schon die ganze Zeit immer irgendwie so präsent war, ich das aber so im Detail gar nicht hinterfragt habe. Wenn du dann mal googelst, und suchst du halt was zum Toyota-Haus, ne? Also zum TVS-System, ne? Dann, also so kenn's ich, ne? Also hast du halt hier das Fundament, dann hast du zwei Säulen und so weiter und so fort und allem drum und dran. Und dann schwirre aber eben auf Bilderung mit drei Säulen zum Beispiel, ne? So. Und dann siehst du, ohne jetzt Namen zu nennen, von ganz vielen Unternehmen siehst du vergleichbare Modelle. Okay. Siehst du vergleichbare Modelle. So. Die alle irgendwie dann noch einmal was Spezielles drin haben. Irgendwie. Und in einem anderen Zusammenhang bin ich aufmerksam geworden, dass zum Beispiel Bosch ein Bosch Production System. Production System hat und so weiter und so fort und so. Und ich frage mich halt, wirklich liegt nicht genau da drin das große Missverständnis? Also, wir können ja dann später noch einmal zu was kommen, über das ich diese Woche auch gestolpert bin. Der Leiger hat ja, unterscheidet ja zwischen mechanistischem Lean und organischem Lean. Ne? Also da kann man schon noch ein andermal irgendwie, ja, wolle, dazu auseinandersetzen. Aber liegt nicht genau darin, dass wir denken, dass wir ein bestehendes, funktionierendes Modell, meine es anpassen zu müssen, auf unsere in Anführungsstriche besonderen Belange. Ja. Und ich glaube, dass genau darin der Denkfehler liegt. Also wenn wir, also machen wir es mal einfach, ne? Also so Toyota Haus, Herr Juncker, Standardisierung, und da drin kannst du dann 5S reinpacken und so Ja. weiter und so fort. Und dann gibt es zwei große Säulen, das ist Just-in-Time und Chitoka. So, und das Ganze mit der Zielsetzung halt hohe Qualität, geringe Kosten, kurze Durchlaufzeiten etc. Also Kunde
viele Dinge. Ne? Warum muss ich jetzt also hergehen, wenn ich weiß, und natürlich ist Just in Time nicht, der Uno hat sich nicht, ist nicht oben ins Bett, ist morgens aufgestanden und sagt so, übermorgen machen wir Just in Time, sondern das ist ja eine Entstehung, die ja mehrere Monate, Jahre gedauert hat, bis es dann so war, wie es heute verstanden wird. Warum muss ich jetzt da dazu noch etwas machen? Also ist das nicht genau das Missverständnis, dass wir durch diese viele, viele, viele zusätzliche Dinge, die wir dann da dazu machen, das möglicherweise verwässern? Will ich definitiv nicht ausschließen. Mein spontaner Gedanke an der Stelle ist dieses, und da greife ich natürlich mit an die eigene Nase, weil wahrscheinlich die Ingenieure da besonders negativ belastet sind, dieses Not invented here. Das mag ein Aspekt sein, da kennst du natürlich auch diese Aussagen, ja, wir sind hier nicht in Japan oder wir sind hier nicht in Asien, was eine Abwandlung von dem Thema ist, also diese eigene Duftmarke mit reinbringen, was glaube ich nicht 100% verkehrt ist. Aber natürlich, wie du das dargestellt hast, natürlich dann wieder die andere Gefahr der Verwässerung im weitesten Sinne Ja, weil man doch versucht, enthalten. irgendwie alles hineinzupacken, was einem einfällt. Ja. Und der andere Punkt, der natürlich im Extremfall auch passieren kann, und ich glaube, da kennen wir auch genügend Modelle, dass halt, wenn ich sowas nehme, dass man dann halt primär wieder nur auf Methoden und Werkzeuge guckt und den Ja. größeren Kontext dann wieder bis hin zu vernachlässigt, und dann wird es halt auch nichts. Da kennen wir genügend Beispiele, dass das auch nicht funktioniert. Ja. Und keine Ahnung, warum mir das in den Sinn kam. Da gibt es ja diesen Begriff des Survivor Bias. Und da habe ich jetzt, ist mir schon vor langer Zeit begegnet und jetzt komischerweise diese Woche mal wieder. Da gab es ja diese Geschichte, dass die Amerikaner sich angeguckt haben, ihre Flugzeuge, die von Einsätzen zurückkamen, also im Zweiten Weltkrieg, und haben sie geguckt, wo sind denn die Einschusslöcher? Und dann haben sie gesagt, ja, da wo die Einschusslöcher sind, müssen wir die Panzerung verstärken. Bis dann ein Mathematiker gesagt hat, hey Leute, das ist doch völliger Blödsinn. Die Leute, die mit den Löchern zurückgekommen sind, die haben es ja überlebt. Denkt mal lieber über die nach, die dort getroffen sind, wo die nicht getroffen wurden, weil die nämlich gar nicht zurückgekommen sind. Also das ist, keine Ahnung, ich kann dir jetzt nicht sagen, was der Zusammenhang ist, aber das schoss mir gerade plötzlich durch den Kopf, dass wir ganz oft, wenn wir solche Leuchttürme, solche Dinger da sehen, dann sehen wir ja bloß, okay, das hat da funktioniert. Natürlich versucht man jetzt, und ich glaube, das ist ja mit ein ganz wichtiges Element von, sagen wir, menschlichem Fortschritt, menschlicher Evolution, dass wir uns an dem orientieren, was funktioniert hat. Was wir, glaube ich, viel zu selten aber machen, ist das Hinterfragen, warum hat denn das funktioniert? Und was hat denn bei denen allen, die wir gar nicht mehr sehen, was hat denn dort nicht funktioniert? Ja, oder vielleicht etwas Bestehendes bewusst an seine Grenzen bringe. Ne? Also zu sagen, okay, und das scheint ja Ono gemacht zu haben, indem er gesagt hat, okay, ich habe jetzt Bestände aufgebaut und ich merke, dass das funktioniert. So, und jetzt reduziere ich die Bestände. Genau. Ich reduziere die Bestände und will sehen, wann es knallt. Ja. Und das musst du aber Ne? den Leuten vorher sagen, weil sonst Naja. dann knallt es irgendwann und dann geht denen die Düse und Ja, aus einer klar. Handle Wasserhahn Ja, aufdrehen. klar. Ne? Ja, klar. Ne? Aber das ist so. Ne? Ja, also ich habe darauf jetzt keine irgendwie abschließende Meinung oder sonst irgendetwas, weil ich natürlich auch schwanke.
Aber mit der großen Tendenz glaube ich, dass ich nicht empfehlen würde, irgendwie was Eigenes zu machen, sondern einfach mal zu überlegen. Also, was weiß ich, zum Beispiel Heizung, ne? Glättung der Bedarfe und so weiter und so fort. Ne? Standardisierung, da passt ja ganz viel drunter, von den Bewegungsabläufen bis zur Anordnung der Arbeitsmaterialien etc. pp. Da fällt mir jetzt mal wieder was ein und du kannst dir wahrscheinlich gleich vorstellen, welchen Bogen ich jetzt schlage. Nee, aber genau dieser Punkt steht dort explizit drin. Also da gibt es das Buch von dem Dinero, der ist im Grunde, ich würde sagen, es ist der erste, der das verschriftlicht hat. Ich glaube, Anfang der 2000er war es, der ja gesagt hat, hey, bevor ihr anfangt, irgendwas an TWI zu verändern, weil ihr meint, ihr habt die Weisheit mit Löffel Ich gefressen wusste, dass und so es weiter kommt. und so weiter. Ich wusste, dass es kommt. War mir klar. Ja. Hat er, und das finde ich sehr spannend, da muss man gleich eine geistige Notiz machen, hat er ein paar Punkte, ich glaube, es sind vielleicht sogar durchaus 10 Fragen, die er da in den Raum stellt, die man sich selber fragen sollte, bevor ich jetzt an dem was verändere, weil man muss sich ja klar machen, durch dieses Job Instruction Training, das ist über 100.000 Mal durchgeführt worden, mit jeweils 10 Teilnehmern. Also über 1 Million Menschen sind durch dieses Training durch. Da sage ich mir jetzt, wie kann ich mir als Götz Müller zum Beispiel anmaßen, das jetzt noch besser zu machen? Und ich finde, genau eine vergleichbare Frage kann man sich Toyota Haus auch stillen und noch ein Also bisschen es. weiter runterbrechen. Wirklich, was, ich habe es jetzt nicht im Einzelnen im Kopf, aber ich gucke es nachher nochmal nach. Was erwarte ich jetzt wirklich, wenn ich da was Eigenes reinbringe? Was soll jetzt dadurch besser werden? Weil alles andere wäre ja Blödsinn. Wenn es nicht besser wird, kann ich es lassen. Also, was mir dann eben auch eingefallen ist, ich meine, schon hunderte von Mal über die Alpe rüber und übergetragen wurde, die sieben Verschwendungsarten. Ne? Also so. Und es taucht halt immer wieder irgendwann einmal die, also in unserer Breite gerade, die achte Verschwendungsart auf. Ne? Boah, ich kenne durchaus sogar die neunte. So im Sinne von das Know-how der Mitarbeiter nicht nutze, wäre Verschwendung und so weiter und so fort. Und genau das ist aber einfach das, was ich meine. Ne? Also für mich ist es selbstverständlich zu sagen, das Wissen und das Know-how der Mitarbeitenden ist irgendwie, muss ich nutzen und so weiter und so fort. Und es gehört halt einfach dazu. Und warum muss ich jetzt noch 8, 9, 10, 100 die Art. Also warum muss ich immer wieder bestehende, funktionierende Methode oder was auch immer, immer sozusagen, jetzt will ich nicht missverstanden werden, ich habe nichts gegen Anpassung und Veränderung einer Vorlage, sage ich mal, per se, aber warum muss ich gleich, bevor ich überhaupt anfange, das System, das ich anwenden möchte, in Frage stellen, anstatt herzugehen und zu sagen, ich nehme das jetzt mal und wenn ich dann sehe, dass es nicht funktioniert oder für mich nicht passt oder wie auch immer, dann Ja, gerade das kann ich Letzte immer ist noch aber anpassen. wichtig. Gerade das Letzte, was du gesagt hast, ist aber wichtig. Weil ich glaube, es passiert andererseits auch viel zu oft, dass halt was genommen wird. Ignorieren wir das mal, nicht hinterfragt hat, was es genau bedeutet, bla bla bla. Dann macht man es. Und irgendwie geht es halt nicht. Und was Ja, passiert aber weil sie jetzt? sich nicht damit auseinandersetzt. Also das Weil ist sie sich ja. nicht damit mit auseinandergesetzt haben. Und dann funktioniert es nicht. Und was macht man jetzt halt? Krampf? Eis?
und haut es in die Tonne. Und da kennen wir auch genügend Beispiele der verbrannten Erde. Da hast du dann Naja. nur ganz selten einen zweiten Anlauf. Also ich persönlich, und wenn wir jetzt gerade die achte Verschwendungsart wieder nehmen, ich persönlich glaube, sie ist wichtig. Und sie ist auch wichtig, den Aber ist sie nicht Verantwortlichen bewusst zu machen. selbstverständlich? Das ist doch die Frage. Also natürlich ist jede einzelne Verschwendungsart selbstverständlich. Aber vielleicht ist ja die Entstehung dieser, das ist ja keine Methode, also die Entstehung von etwas beruht ja auf etwas. Und jetzt, wenn ich jetzt hergehe und nehme irgendeine Methode und passe sie für mich an, dann muss ich doch erst einmal verstehen, oder ein Prinzip, dann muss ich doch erst einmal verstehen, was hat denn der Erfinder damit sagen wolle. Also jetzt mache ich aus PDTR, mache ich jetzt PDCX oder irgendwas. Aber ich muss doch erst mal kapieren, was ist denn die eigentliche Intention da dahinter und warum muss man das anpassen. Aber weil du ja dein, ich mache dir jetzt mal Steilvorlage, du hast ja auch einen Artikel geschrieben, oder bist aufmerksam geworden auf einen Artikel zu TWI? Ja, also Thema, was dich hin und wieder mal beschäftigt. Ja. In der Baubranche. So. Also ich glaube, das war in einem Baufach Baugewerbemagazin, ja. Magazin und so. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, da ich ja nicht so tief in der Thematik des TWIs bin, habe ich auf der ersten, was, TWI in der Baubranche, natürlich weiß ich, dass es das überall geht, aber magst du mal was darüber erzählen, was die gemacht haben? Ja, ich habe da ja drei Beispiele aufgelistet und das eine, das ich auch sehr, sehr oft erzähle, im Baukontext ist ja so, dass auf so einer Baustelle von einem Gewerk, von einem Unternehmen sind es manchmal eine Handvoll Mitarbeiter. Und der Kapo, der Vorarbeiter von denen, ist im Beste. Prinzip auch nur ein Geselle, wie man das früher genannt hat, ein Facharbeiter, der halt ein bisschen weiter ist schon, manchmal auch bloß in Lebensjahren ein bisschen weiter. Und jetzt in diesem einen konkreten Fall ging es um Stuckateur. Den kann ich nachts um 2:30 mit verbundenen Augen aus dem Bett holen und stelle ihm einen Kübel hin und drücke ihm Traufel und Kelle in die Hand und dann verputzt er mir die Wand wunderbar. Aber er ist halt typischerweise nicht in der Lage, das einem Auszubildenden zu erklären, was er da macht. Und das ist das Beispiel, über das ich da erzähle, weil ich jetzt in dem Unternehmen halt ein Job Instruction Training gemacht habe. Und in dem ersten Block, das ist definitiv so drauf angelegt, da geht es in die Hose. Da muss das in die Hose gehen, weil wenn das dem jetzt schon gelingen würde, dann könnte man ja aufhören. Also der nimmt hier die Traufel in die eine Hand und der nimmt die Kelle in die andere Hand, haut sich da zwei Klackse Putz drauf und zieht das halt auf und macht es zwei, dreimal und drückt dann dem Auszubildenden, wir haben das wirklich mit Auszubildenden gemacht, drückt er ihm Traufel und Kelle in die Hand und sagt, mach. So, ich habe jetzt die Traufel leider nicht hier, sonst wäre schöner zu sehen. Und der hebt es im Grunde wie ein Maß Bier, die Traufel. Also die Traufel von der Seite hat so einen L-förmigen Griff und der hebt es wie ein Maß Bier. Und das mit den zwei Klacksen Putz hat noch funktioniert. Und dann zieht er das hoch. Und ich wusste genau, weil ich habe schon mal Wände verputzt. Ich weiß, wie man das Ding heben muss. Und ich höre ihn schon schnaufen, wie halt unterweisung auf der Baustelle passiert. Aber alles gut. Auf jeden Fall ist halt 80% vom Putz auf dem Boden gelegen. Was er halt verpasst hat, ihm zu sagen, ich hebe das halt nicht wie ein Maß Bier, so, sondern ich gehe in den Knick rein hier. Spreizt noch zwei Finger ab und kriegt dadurch ein ganz anderes Gefühl und ganz anderen Druck auf die Wand. Weil der Winkel, den die Traufel hat, der ist ganz entscheidend. Zu flach, kratzt sich zu viel, zu steil, kratzt sich zu viel runter, zu flach,
habe ich zu wenig Druck und es fällt runter. Das heißt, der konnte das zwar perfekt, aber er ist überhaupt nicht in der Lage gewesen, sich das ins Bewusstsein zu rufen und jemand anders zu erklären, was er da macht. Und das Ja. sind halt so Geschichten, die da einfach wichtig sind. Und dass das schief geht, das weckt dann wiederum erst das Bewusstsein. Wenn ich dem jetzt was greife ich das mal auf jetzt, aller 7 Verschwendungsarten erklären würde und der würde das in Anführungszeichen sofort verstehen, aber nicht auf einer reflektiven Ebene, sondern halt einfach nachmachen, was ich ihm vormache und zufällig richtig machen, dann hätte ich ja keine Gewähr, dass wenn er es vielleicht einem als Multiplikator jemand anders erklärt, dass es dort richtig ankommt. Und vielleicht muss sogar für 7 Verschwendungsarten erstmal in die Hose gehen. Wir müssen ein bisschen vorgewarnt haben, hey Leute, das geht in die Hose, weil möglicherweise dann das Verständnis dieses Hinterfragen, was du gesagt hast, vielleicht dann erst eintritt. Wenn es vom ersten Tag an reibungslos funktioniert, hätte ich jetzt sogar spontan schon fast das Gefühl, ist wirklich angekommen? Oder machen Sie es bloß nach und wenn ich weg bin, bricht wieder das Chaos aus? Also jetzt hast du ja einen ganzen Blumenstrauß gemacht, ne? Wieder, ne? So, Würfel keine Fälle zu. also das eine ist, wo ich mitgehe, dass jemand, der irgendetwas macht und das scheinbar besonders oder und das besonders gut macht, wenn du den fragst, hey, wie machst du das? Erklär mir das mal, dann kann er das nicht erklären, weil mal angenommen, das wäre ein Talent, ja, etwas besonders gut zu können, dann Talent kannst du nicht erklären. Okay? So. Ob der dann umgekehrt in der Lage ist, dass jemand, also wenn er es nicht erklärer ist, kann, dann kann er es auch nicht, also dann ist das, das funktioniert nicht. Ne? So. Also was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt was. Kann jetzt beobachten. Okay. Ich kann jetzt beobachten und kann versuchen, das, was ich da sehe, irgendwie zu übersetzen. Um beispielsweise daraus Arbeitsunterweisungen zu machen. Oder wie auch immer. So. Und dann sind wir bei Job Instruction oder wie auch immer. So, und zu diesem anderen, jetzt muss ich gucken, das zusammenbringen. Also, ich habe gute Erfahrungen gemacht, dass wenn ich etwas beobachtet habe, dass ich mir den Mensch und ich eine erste Idee hatte, wie man es vielleicht besser machen könnte, okay, denjenigen genommen habe, der das gemacht hat und über Fragen ihn gefragt habe, was er da sieht. Erklär mir mal, was du da siehst. Okay, so. Und dann halt gezielt irgendwie über Frage ihn dorthin zu bringen, was dir selber irgendwie im Kopf gibt, ist so als Impuls. Und dann reden wir ja nicht über Talent, sondern, also um das Beispiel mit deiner Kelle da zu machen, zu halten wie in, der hat das wahrscheinlich A, noch nie gezeigt bekommen, sonst würde er es ja nicht so machen. Aber wenn ich das Bild habe, dann mal angenommen, ich würde jetzt da zwei Verputzer nebeneinander stellen. Und der eine wird so rum machen, der andere wird so rum machen. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit, die beide zu beobachten, mit dem zusammen, wo ich Veränderungen haben will. Und ich sage, erklär mir mal was, oder sag, was siehst du da? Und dann käme der vielleicht darauf, aha, der hat eine völlig andere Handlingstechnik oder sonst irgendetwas und so weiter und so fort. So, und ich glaube, letzteres, also das, ist etwas, was man oft
anwenden kann, sehr oft anwenden kann und es sehr erfolgreich ist, weil die Menschen ja so in ihrer Routine drin sind, in ihrer Abläufe drin sind. Das habe sie irgendwann einmal gezeigt bekommen, habe es irgendwann einmal für sich verfeinert, und habe, aber das hinterfragt auch nie jemand mehr, ne? Und so. Und da fehlt, und ich glaube, dass es da jemand braucht, der die Leute halt einfach mal runternimmt von ihrer Schiene und sie mal auf eine andere Schiene setzt und so weiter und so fort. Meines Erachtens scheitert es daran, weil es halt im Tagesgeschäft dazu keine Zeit gibt. Also, ne? Es Das ist ist keine im Zeit. Grunde das, ein weiteres Beispiel in diesem Text. Ich will es jetzt gar nicht wiederholen. Geht es genau um diesen Punkt. Da haben zwei Leute was gemacht und der eine hat es gut hingekriegt und der andere war 20, 30% langsamer und der Vorgesetzte hat es nicht verstanden, weil er keine Chance hatte, das zu beobachten. A, räumlich nicht und zeitlich auch nicht. So, und da kommen wir dann endet es wieder an deinen, wahrscheinlich einer deiner Lieblingssprüche, wer keine Zeit hat, besser zu Besser zu werden. werden, Besser zu werden. hat keine Zeit, fertig. So, ne? So. Ja, gut, okay. Also ich wollte nochmal zurück auf das Ding, weil man das die Woche ja nochmal. Hier wurde Leica zwischen mechanistischem Lean und organischem Lean unterscheidet. Ne? So. Und das fand ich deswegen, ich kann aber auch nicht mehr sagen, in welchem Zusammenhang mir das irgendwie aufgefallen ist. Also ich glaube, es war mal wieder einer der berühmten Posts auf LinkedIn von den sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen, die wieder irgendeine farbige Sau durchs Dorf getrieben haben. Und in dem Zusammenhang ist man es aufgefallen, es ist mir aber auch nochmal irgendwie in einem anderen Zusammenhang aufgefallen. Also, ich bin ja einer, der behauptet, dass Lean, so wie es in der allermeisten Unternehmen angewendet wird, halt irgendwie nichts anderes ist wie ein Methodenschleuder. Ne? Also, bei der irgendwelchen Methode rausgezogen und wird dann irgendwie gemacht. Ah, ich weiß es. Ich habe neulich einen Post gemacht, Agil ist tot, lang lebe Lean. Und da hat dann irgendeiner kommentiert und ja, okay, gut. Und in dem Zusammenhang ist mir das aufgefallen. Also der Leica sagt, er könne schon verstehen, warum nach über 30 Jahren es kein zweites Toyota gibt. Also, ne, also die Frage ist ja in der Tat, also das ist die Frage, die ich jetzt gemacht habe. Also wenn wir jetzt über 30 Jahre von Toyota alles wissen, zig Reisen dorthin gemacht habe, um zu sagen, warum gelingt es uns nicht, warum gelingt es uns nicht, sozusagen Toyota zu kapieren, um es dann von mir aus zu kopieren. Also so, also und der interessante Ansatz ist, weil es evolutionär, also der Gedanke, meine Erklärung ist, weil es überhaupt, also es ist bei uns gar nicht evolutionär entstanden, also es ist gar nicht, man hat versucht, auf bestehende Systeme einzelne Elemente dessen, was man glaubte, also zum Beispiel eine Methode, was ich denke, was für mich sehr hilfreich ist, überzustülpen und so weiter. Und es funktioniert nicht. So. Und er beschreibt, lese ich ihm vor, also er sagt, bezogen auf die Prozesse, mechanistisches Lean wäre halt Werkzeuge einrichten, also er meint damit Methode, ne? Detailliert die Roadmap, Stichwort Projekt, ne? Top-down, ne? Also eine Verordnung, pass auf, morgen machen wir Lean, ne? In Verbindung mit projektbasiert, ne? Lass uns mal ein Pilotprojekt machen. Ne? Dann und das ganze Ziel halt irgendwie ein ROI, und das fand ich so lustig, für jedes implementierte Tool irgendwie benennen zu können. Mit dem Ergebnis, dass halt eben
so gut wie keine Innovation, also wenn man so macht, er der Meinung ist, dass so gut wie keine Innovation stattfindet und das Engagement der Leute halt irgendwie ziemlich ist. Interessanterweise, und deswegen ne, bin ich ja so ein großer Fan von dem, was ich mache, keine bis wenige Lernerfahrung stattfindet. Ne? Also da sind wir wieder bei dem, was man vorher schon ein bisschen besprochen habe. Und alles, was daraus folgt, ist halt nicht nachhaltig, ne? Weil halt gerne mit irgendwelchen Externer gemacht, ja. So. Und dann stellt er gegenüber das organische Lean und sagt, bezogen auf die Prozesse halt, es gibt erst mal ein klares Verständnis vom Zweck und der Richtung. So. Und das ist etwas, was ich irgendwie in Wirklichkeit vermisse. Was ist der Zweck dessen, was wir tun? Und da wird halt immer irgendwelche wirtschaftliche Kennzahlen wird dann halt genannt, wo ich nicht dagegen bin, aber zu sagen, ich muss 25% produktiver werden, wenn ich es gehe, ist halt, glaube ich, halt eher der falsche Ansatz. Ne? Und die Richtung, also will ich bedarfssynchrones System, will ich Nivellierung, will ich Bestände reduzieren oder sonst irgendetwas. Und daraus könnte ich ja KPIs ableiten, beispielsweise. Dann das, was Mike Roder ja auch sagt, experimentiere, also ausprobiere. Führungskräfte gehe voran, werde zum Vorbild. Ja, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, schwierig. Ne? Also ja, unbedingt ja, aber das bedeutet ja etwas. Ja. Klar, und der Standardding ist kein Projekt, sondern es ist ein Weg. Und im Ergebnis würde das bedeuten, dass starke Involvierung der Menschen und halt wahrscheinlich ein hohes Engagement, man würde flexibler werden, man käme hin zu einer lernenden Organisation mit herausragenden Leistungen und so weiter und so fort. Und da ist mir, also nicht, dass ich das nicht schon irgendwie wusste, aber da ist mir dann halt nochmal klar geworden, dass das in, also sowieso in der Zeit, in der wir im Moment leben, und ich würde auch behaupten, in der Mehrheit bisher in den letzten 20 Jahren überhaupt spielt keiner. Also das ist ja das also alleine die Frage, wo will ich mit meinem Unternehmen in 5 Jahren sein, die stellt sich niemand, glaube ich. Und So. andererseits wird halt oft mit dem Ansatz rangegangen, mit dem Glauben, also nicht im Sinne von, das Gras wächst halt nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Oder dein anderer Standardspruch, zu lesen, was auf dem Etikett ist, wenn ich in der Bierflasche drin sitze. Ja. Genau. Ich meine, ich Gut, habe das Götz. ja, diesen Spruch habe ich mittlerweile noch ein bisschen ergänzt im Sinne von, selbst wenn ich lesen könnte, was da außen drauf steht, ist das nicht notwendigerweise das, was jemand anders, der auch draußen steht oder der in einem anderen Glas sitzt und vielleicht auf mein, das kommt mir jetzt gerade, jeder sitzt in seinem eigenen Glas unter Umständen und will jetzt krampfhaft lesen, was auf meinem Glas steht. Das ist nämlich nicht notwendigerweise das, was ich vielleicht lesen könnte, was auf meinem Glas steht. Das kommt ja noch dazu. Jetzt wird es kompliziert. Jetzt hör mal. Das war die 28. Ausgabe von Lean Weekly, die 7. Folge von Wie war deine Woche? Götz, mehr später wieder. Genau. Servus.